Willkommen zurück zu einem neuen Stream. Ich suche gerade meine Fernbedienung. Wo ist denn die? Ich bin der Meinung. So, dass mein Fernseher mich auch noch an war. Ah, Rainbow Six Siege. Ewig nicht mehr gespielt. Gestern eine Runde Ranked, weil ich muss noch ein Ranked Match spielen. Was habe ich denn hier jetzt eigentlich alles? Nur Terroristenjagd. Ach du Scheiße. Holy fuck. Das werden wir dann nach dem Ranked Match machen. Dann werden wir Terroristenjagd ein bisschen spielen. Ich guck mal kurz im Ubisoft Club vorbei, wie es so aussieht mit den Herausforderungen. Ich glaube, ich muss SAT spielen. Das sind die Japaner. Und ich muss noch, sag schon, wie heißen die anderen denn? Ah, hab den Namen vergessen. Egal. Wieso habe ich das denn noch nicht? Ich hab das doch schon längst. Okay. Seltsam. Egal. Ach, guck mal, eine Runde noch mit SAT, okay. Und GSG 9, okay, gut. Eine Runde SAT, da werde ich im Ranked mal dann Echo spielen. Finde ich, ist ein bisschen wichtiger gerade als die Banner. Es sei denn, wir haben natürlich keinen Breacher. Dann ist die Banner natürlich noch ein bisschen wertvoller. Eine Minute 13 könnte es dauern, okay. Ich hoffe mal, dass ich nicht so viel niesen werde. Ein Problem, was ich auch habe, ist natürlich noch, dass ich gerade keine Taschentücher habe. Das ist gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Aber falls es doch so weit kommen sollte, dass ich dann niese, werde ich mich natürlich muten. Und dann erstmal so weiterspielen, ohne was zu sagen. Der Stream wird übrigens... Wie lange wird der gehen? Oh, Oregon, okay. Oregon ist keine schlechte Map. Er wird auf jeden Fall so bis 13 Uhr bestimmt gehen. Mal gucken. Weil ab 14 Uhr streame ich ja noch was anderes. Ihr werdet schon sehen, was. Ah, Echo. So. Wo ist denn Echo am besten? Im Speisesaal? In der Versammlungshalle? Eigentlich im Speisesaal. Ja, in der Waschküche ist er auch nicht schlecht eigentlich. Stimmt schon. Kann sich mal entscheiden jetzt, ob man nun Ela, Ela, Ela oder Ela nimmt, ey. Die ganze Zeit mit Ela? Hm. Ne, dann doch lieber Ela. Oder doch Ela. Und am Ende nimmt er natürlich Ela. Ist ja klar. Okay, unser Team ist ready. Der letzte in dem Gegnerteam, der sollte aber auch mal ready werden. Und dieser Krivan, der spricht anscheinend die ganze Zeit. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Ich hab den falschen Controller an. Boah, guck dich das mal an. Boah. Ich muss den Controller unbedingt wieder wechseln. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Lösende wird aktiviert. Oh. Ganz kurz den Controller wechseln. Zack. So. Nur noch 5 Sekunden. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Ist das gut versteckt? Ich glaube ja. Störsender eingesetzt. Ja moin, das war ich jetzt aber nicht. Nein. Die geht aber nicht kaputt, ne? Die ist nicht kaputt gegangen, glaube ich. So, einmal musste ich sie mal, anpulsen.
Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten. Okay, einer ist die ganze Zeit in der Ecke und das ist Thermite. Eigentlich bin ich ja schon gewollt, dahin zu rennen und den zu töten, ne? Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Biogefahrgutbehälter verhindern. Den Gegner von der Sicherung des Biogefahrgutbehälters an. Ja, ich glaube, da oben habe ich einen gesehen gerade. Scheiße! Lade neues Magazin! Sie haben Sicherung des Biogefahrgutbehälters unterbrochen. Die Feinde ausschalten. Sie haben ihre Versuche, den Behälter zu sichern, eingestellt. 10 Sekunden übrig. Die Gegner sichern den Behälter. Den Biogefahrgutbehälter besitzen. Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Shit. Mission gescheitert. Eigener Trupp neutralisiert. Das ist natürlich jetzt dumm gelaufen. Wir hatten eigentlich einen relativ guten Anfang. Aber gut. Kann man nichts machen. So, als Angreifer nehmen wir doch mal IQ. Und schauen mal, was mit ihr so geht. Warum mache ich überhaupt heute diese ganzen Streams und vor allem, warum mache ich die auch so früh? Weil ich 3 Jahre jetzt insgesamt auf YouTube bin, seit heute. Seit dem heutigen Tag, heute ist nämlich der 5.6., ist ein Video rausgekommen, was Dragon Age Inquisition Part 1 hieß. Das war mein allererstes Video. Tatsächlich. Und das ist jetzt genau 3 Jahre her. Und ich hatte davor auch schon mal einen kleinen Kanal, der hieß Play Alchemist. Das war quasi jetzt der Kanal, nur umbenannt und umgeändert. Plus Videos gelöscht. Da hatte ich sowieso in Advanced Warfare und Assassin's Creed ein bisschen drauf. Das wissen die meisten nämlich gar nicht. Eigentlich weiß das keiner. Außer meine Ex, die weiß das und ich. Und ein Kumpel von mir. Aber ja, ich hatte schon mal denselben Kanal, bloß hieß der anders und war nicht so hübsch eingerichtet, sag ich mal. Und den hatte ich auch nur... Oh, scheiße, 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 ist Elas, Elas. Okay, verdammt, was jetzt? Elektronikscanner überprüft. Was ist denn das für ein Ding? Schade. Die Drohne ist klar. Ich scanne nach Geräten und Fallen. Komm, zeig dich nochmal. Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp.
Nein, verdammt. Ey, was war das denn, ey? Da macht die einfach alle die Valkyrie. Holy fuck, und dann kommt auch die Frost. Vielleicht ist meine Geschwindigkeit zu hoch eingestellt auch gerade. Hat er auch gerade ein bisschen Probleme. Moin, Marvin. Ah, das ist jetzt keine gute letzte Ranked-Runde, hier muss man ja mal sagen. So, Versammlungshalle, let's go. So, ich werde mal ganz kurz meine... Steuerung. Das ist für mich schon zu hoch, was? Ah, ich muss erstmal wieder reinkommen in Rainbow. Wie gesagt, ich spiele das ja sehr selten momentan. Gutbehälter schützen, den Raum sichern. Und da heute der letzte Tag ist, um den Rang sich abzuholen. Die Drohne der Gegner hat den Gutbehälter lokalisiert. Okay, ich glaube, das war die Drohne. Es bleiben 5 Sekunden. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Genug herumstolziert. Okay, die kommen. Okay, einer kommt von hier, alles klar. Nein, jetzt hängt er in der Luft fest. Ich glaube nicht. Ich glaube das nicht. LOL. Wie geil war das denn? So, ist hier irgendwas? Oh, scheiße. Scheiße. Hä? Zehn Sekunden noch. Es bleiben noch 5 Sekunden. Der Gegner ist nicht mehr, die Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff. Nein! Ah, ich konnte mich nicht schnell genug umdrehen. Wo war denn jetzt Mira auf einmal hin? Mission gescheitert. Eigener Trupp neutralisiert. Wo war Mira denn auf einmal? Ich dachte, die war auch noch am Leben. Was ist denn das?
Mann. Lass mal für Partystimmung sorgen hier, komm. Ich hab Bock auf ein bisschen Rambazamba mit Fuse. Das kann ja jetzt nicht sein, dass wir uns jetzt 4-0 platt machen. Das war doch gerade eigentlich... Ich dachte, Mira würde noch leben. Ich habe gar nicht gecheckt, dass die schon tot war. Oder hat der Letzte beide platt gemacht? Das kann natürlich auch sein. Dass er erst Mira und dann mich fertig gemacht hat. Ich bin mir ja nicht so sicher. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Also selbst wenn ich nur auf Silber rutsche, dann ist mir das gerade ein bisschen egal, weil ich möchte einfach nur einen Rang haben für die Season. Weil die Season, die Chimera-Season, habe ich halt gar nicht Ranking gespielt. Sonst hätte ich ja jetzt nicht noch ein Match offen. Wenn ich Gold gehe, dann ist mir das auch natürlich recht. Ich meine, ich hatte schon coole Runden. Und sehr wenige Niederlagen. Ach, die sind da hinten alle. Das sehe ich ja jetzt erst. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Ist das gut zum Fusen? Ich glaube nicht. Und das ist das Problem. Es ist nicht gut zum Fusen. Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sichern. Headshot, du Idiot, ey. Du kleine Muschi, ey. Ich wusste es irgendwie, dass hier einer kommt. Ich hab's geahnt. Das ist doch nicht mehr wahr, ey. Ich weiß nicht warum. Gehen wir mit der Drohne ein bisschen scouten, wo die anderen drei Lappen sind. Ein Gegner verbleibt. Den Raum sichern und den Biobehälter schützen. Okay, was war das denn? Wir haben alle überlebt. Das war jetzt eine sehr komische Runde. Aber gut, muss auch mal sein, ne? So, das heißt, mit Echo habe ich jetzt gewonnen. Ich kann jetzt also mich konzentrieren auf Blitz oder Jäger. Dann nehme ich mal Jäger. Den Jägermeister. Waschküche schon wieder? Ja gut, okay, komm. Dann waschen wir sie mal ein bisschen durch. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter gefunden. So, vor der Letzte, die ihn nicht nimmt. Es bleiben 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. AVS ist einsatzbereit. AVS ist einsatzbereit. Lokalisiert. Immer schön die Türen zumachen, sonst hören wir doch nicht, von wo die kommen, Mensch. Keine Sorge mehr wegen der Granaten. Oh, ja gut, nicht mal getroffen. Nice. Aha! Ja? Oh shit, die haben Sledge.
Das ist die Waffe von Stetch, glaube ich. Nee, war das die Waffe von Sledge? Ich weiß es gar nicht. Mann, ich musste mich gerade am Auge kratzen, blöde Edge, ey. Mann. Oh, da ist ja noch einer. Alter, habe ich mich erschrocken. Oh Gott, der hat man ja gar nicht gesehen. Twitch, ey. Das ist die Twitch. Komm, die kann eigentlich nichts. Hätte ich hier gesehen, hätte ich die platt gemacht. Höchstwahrscheinlich. Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Okay. Ich hab Angst. Okay, das könnte jetzt eine ganze Weile dauern. Das finde ich halt scheiße, dass man da hier kein Zeitlimit hat. Oh. 15 Sekunden. Mal gucken. Zeit läuft in 10 Sekunden ab. 5 Sekunden noch. Und ich finde, da sollte es eine Overtime geben von 30 Sekunden oder so, dass man da dann entweder gar keiner kriegt dann einen Punkt oder beide kriegen einen Punkt. So dass einer von beiden Teams auf jeden Fall Druck hat. Und genau das wollte ich nämlich auch sagen, dass sie sich am besten eine Grischmordmine halt holen sollte, aber ich habe halt keine in der Nähe gesehen, außer die ganz vorne, und das wäre natürlich Selbstmord gewesen. Aber gut, wenn sie weiß, dass hinter ihr noch eine war, dann war das die perfekte Taktik. Nice one, muss man ja sagen. Gut, wen spielen wir denn jetzt nochmal? Wir machen mal Montaigne, komm. Montaigne ist eigentlich ein sehr guter, oh, wir sind nur zu viert, what? Okay. Montaigne ist eigentlich ein sehr guter Charakter, um mal so durch die Fenster so ein bisschen durchzulugen. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Um zu schauen, was so abgeht. Einsatz in 5 Sekunden. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Hier dranbleiben. Bam, 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 bam. Ich bin Montaigne, ich bin fett. Die Rüstung, ey. Was? Nein, der ist nicht wirklich rausgerannt, ne? Oh Mann, ey. Oh, das ist so ein Scherz.
Das ist doch ein scheiß Scherz, ey, dass dann da wirklich noch einer ist. Boah, das ist richtig ekelhaft. Hallo. Ich bin die Frost. Ach, verdammt. Naja, was soll's. Kann man nichts machen. Wie grazil sie da auch liegt. Wie? Lol. Würde er sich tot? Achso, doch, okay. Ey, Vigil, ne? Vigil ist so ein Arschloch. Also nicht vom Charakter, sondern halt der Typ, der jetzt Vigil spielt. Oh, Frostfalle, Frostfalle. Okay. Die beiden reden auf jeden Fall miteinander. Merkt man ja auch, der Valeriok da. Das ist doch meine Kamera. Ich lade nach. Oh, Vigil ist schon mal tot. Nice. Ich glaube, Ela ist im Nebenraum da drinne. Übrig. Ein Gegner verbleibt. Den Raum sichern und den Biobehälter schützen. Sicherung des Behälters beenden. Du hast noch 7 Sekunden. Boah, er hat es echt noch gemacht. What? Boah, nice. Starke Runde, ey. Holy shit. Die haben ja richtig abkassiert hier. 2 gegen 4 war das, ne? Oder 2 gegen 5 sogar? Ich weiß es nicht. Ey, jetzt geht's auch noch bis 5 Punkte. Ich wollte einfach nur normale Ranked spielen. Wir haben von... Alter, ist das krass. Dann nehme ich mal einen Charakter, der nicht ganz so scheiße ist. Wo ich jetzt nichts versauen kann, weil die Leute sind echt gut. Nochmal die Waschküche? Echt? Ja gut, meinetwegen. Alter, wir haben von 3 zu 0 auf 3 zu 3 aufgeholt und machen jetzt bis 5, Alter. Wie krass ist das denn? Puh. Okay, wir haben einen Dock und einen Rook. Dann schnell mal die Tasche fallen lassen. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Dann guck mal, wie schnell das ging. Den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Ich weiß nicht, was er da versucht, aber irgendeiner hat die Rüstung nicht genommen. Ich glaube, das ist Kavera. Nur noch 10 Sekunden. Alter, diese. Der Controller, ne? Boah. Hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Gutbehälter beschützen. Oh, nein. Den Gegner von der Sicherung des Biogefahrgutbehälters abhalten. Nein! Oh, das war eigentlich gar nicht mal scheiße.
Wir können von oben auch reingucken, ne? Na, nicht ganz. Nicht mehr den Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Fahrgutbehälter verhindern. Letzter Versagende Gegner. Ich hätte mir ja noch mal eine Spritze gegeben. Oh, was? Oh, da war der schon. Boah, der hat sich ja echt gut versteckt da. Ob das jetzt Kopf war? Eigentlich war nur der Kopf zu sehen. Aber wenn ich das gemacht hätte, wäre der Kopf nicht da gewesen, ja. Dann wäre das kein Headshot geworden. Da das ja so geile Roma sind hier, werde ich doch mal Jackal benutzen und den Leuten auf die Spur gehen. Ja. Oh, Ying Hibana und Finker. Und Jackal. Da wissen wir, was abgeht. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Wie viele Kills habe ich eigentlich? Ach, also 4 ist eigentlich in Ordnung. Dafür, dass 2 8 haben und ich und der Kavallerie da auch 4, ist das eigentlich eine gute Quote. Keiner ist jetzt sonderlich schlecht. Schon wieder Frost. Und der letzte wird wahrscheinlich ein Vigil oder ein... Ja. Irgendein Roma noch sein. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Weiter zum Standort des Biogefahrgutbehälters. Ein frisches Magazin. Och Mann, ich wollte den machen. Wo denn bitte? Komm, wir machen das. Oh. Mal sehen, was sich im Dunkel versteckt. Ich bin auf der Jagd. Letzter verbleibender Gegner. Den Raum sichern und den Biobehälter schützen. Feindliche Aktivitäten. Bedrohung neutralisieren. Den Biobehälter sichern. Eigener Trupp hat Gegner eliminiert. Oh. Meine Güte, ey.
das war knapp. Und jetzt geht's wirklich in die Entscheidungsrunde, Alter. Von 3 zu 0 auf 3 zu 3, von 4 auf 3, von 4 zu 4, Alter, Falter. Okay, ich muss jetzt einen Charakter picken, der auf jeden Fall jedem jetzt hilft. Bei Castle bin ich mir nicht sicher. Vielleicht sollte ich Mute nehmen. Ne, ich nehme Castle. Sorry, aber Castle ist im Schlafzimmer doch die bessere Wahl. Dann kann ich nämlich die beiden Fenster da machen, plus noch ein Fenster. Nur welche Fenster? Okay, sie macht da. Hey! Der Gegner hat Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Ich krieg hier nur auf die Fresse andauernd. Es bleiben noch 10 Sekunden. Biogefahrgutbehälter um jeden Preis. Das wird ziemlich brennen. Nee, dann mach ich mal lieber nichts. Nee, hier auch nicht. Ich habe nicht wirklich viel HP, ne, durch Kavera. Aber gut, sie hat sich ja entschuldigt. Oder er. Ich glaube einfach mal, es ist jetzt ein er. Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Sofort eingreifen. Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Biogefahrgutbehälter verhindern. Die Gegner sichern den Behälter. Sie haben ihre Versuche, den Behälter zu sichern, eingestellt. Die Gegner von der Sicherung des Biogefahrgutbehälters abhalten. Gegner definiert Mission erfolgt. Geil, sogar noch ein Siegerung, ey. Boah, und Kaveras letzter Kill war auch geil. Alter, war das eine krasse Runde. Klar, keine 10 oder 12 Kills, aber 7 Kills. Plus Dritter, plus geile Runden, plus ein super Match. Alter Falter, ey. Das ging jetzt wahrscheinlich locker über eine halbe Stunde, das Match. Obwohl nicht ganz, war. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich jetzt auch eingerankt. Endlich. Gold 3 ist für mich sehr gut. Dafür, dass ich... Ja, doch. Doch, das ist für mich sehr gut. So, jetzt zeig mir nochmal ein Pack hier, komm. Nee. Oh, nicht schlimm. War aber echt cool. Jetzt sind wir auf jeden Fall im Casual unterwegs. Weil, ja. Noch eine Runde Ranked halte ich nicht aus. Das ist mir zu spannend. Da kriege ich ja einen Anfall, ey. Immerhin kriege ich einen Goldanhänger. Morgen. Oder nachher? Morgen, glaube ich, ne? Ja, morgen. Morgen kommt die neue Season raus. Erstmal trinken. Okay, jetzt erstellt er wieder den Trupp sehr lange.
Ja gut, das kann jetzt wirklich wieder eine Weile dauern. Das haben die echt beschissen geregelt. Also das war am Anfang nicht so. Dass dann der Trupp so lange erstellt und so ein Müll. Das verringert auch immer so ein bisschen die Lust wieder an Rainbow. Das ist wie bei Skyrim auf der PS3, die Ladezeiten. Die waren einfach nur, ja, bescheiden. Und jetzt hier, das hier mit erstellt Trupp, 3 Jahre lang, ja, das ist auch sehr, naja. Muss man nicht unbedingt haben. Man kann es auch nicht wegmachen, ne? Man kann es nicht wegmachen. Gut, dann heißt es jetzt warten. Ich könnte natürlich das ganze Spiel nochmal neu starten. Oh, ho, ho. Oh, ein Wunder ist passiert. Holy shit. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber wir müssen halt die Terroristenjagdmission machen. Weil Offcam werde ich die eh nicht machen. Weil es gibt nämlich einen Trick, dass man die auf 60 FPS stellen kann. So, was, das mit den Angreifen habe ich geschafft. Aber das mit dem Dingens nicht, mit dem SAT oder was? Hä? Ich habe doch vor einer Runde gewonnen mit Echo oder Hibana. Was ist denn das jetzt für ein Bullshit? Habe ich nicht? Habe ich doch, oder? Navy Seals muss ich dann auch noch... Okay, gut, dann habe ich anscheinend... Naja, gut, was soll's. Wo war denn das? Unter Optionen. Unter, Steuerung oder Video? Genau, die vertikale Synchronisation muss, glaube ich, aus oder an. Eins von beiden. Emit diese Funktion Tearing. Wenn du die vertikale Synchronisation ausschaltest, verbessert sich die Reaktionszeit. Ah, okay. Gut. Probieren wir es mal aus. Was muss ich überhaupt für Terroristjagden spielen? Eine spielen einfach nur als Spetsnis, eine gewinnen. Ja gut, gewinnen muss ich als Navy Seal. Dürfte ja eigentlich kein Problem sein. So, dann spielen wir einfach mal auf normale Spielersuche. Navy Seal, Blackbeard. So, wir spawnen natürlich immer da oben. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das auf 60 FPS läuft. Für euch läuft das, glaube ich, sowieso auf 60 FPS, weil ich habe es so eingestellt. Gut, wenn es nicht auf 60 FPS laufen würde auf dem Bildschirm, dann ja. B, du hast einer von drei Schlüssel. Hast du einen oder alle drei Schlüssel von Muspelheim jetzt? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Okay, es ist... Ja, doch. 60 FPS. Kommt, Leute, rush doch mal da durch. Das ist ja jetzt hier, das ist ja keine Aufgabe jetzt hier. Hab keine Munition mehr gehabt. Das war natürlich jetzt ein bisschen peinlich.
Wo sind denn die ganzen anderen Leute? Drei Feinde sind übrig. Drei? Bei mir steht oben vier. Das war jetzt auch nicht schwer. Makelloser Erfolg. Achso, weil keiner von uns verreckt ist, ne? Ja, richtig. Ah, ich habe immerhin die zweitmeisten Kills bekommen. Ach, du hast alle drei Schlüssel von Muspelheim. Oh, das ist natürlich geil. Das ist natürlich fett. Komm, neuer Versuch, let's go. Ich muss sowieso nochmal mit Navy Seal spielen. Gewinnen. Nicht nur spielen, sondern auch gewinnen. Warte mal, ich kann ja mal mit der. Ja, ich kann ja dann mal mit der Diege nur spielen. Die Diege ist echt geil, ey. Also, wenn man mit der Headshots macht im Multiplayer, dann. Holy fuck, das ist sowas von befriedigend. Terroristen eliminieren. Ich sichere nach hinten. Magazine. Oh. Magazinwechsel. Okay, ich merke, bei Terroristenjagd ist boah, das Tearing ist ja mal mega ekelhaft gerade. Ist das das Tearing? Ich glaube ja. Na, ich habe Auto-Aim für Terroristenjagd an, damit das alles ein bisschen schneller geht, diese ganze Mission immer. Ah ja. Eigener Trupp hat Gegner eliminiert. Wie viel habe ich gemacht? Nur 6. Oh, die G36C ohne Visier. Geil. So, mal gucken, ob die Leute noch mal eine Runde wollen. Einer ist raus. Komm. Komm. Nee, der will nicht. Na gut. Oder doch, hat er? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir müssen ja nur noch eine Runde gewinnen. Wenn ich mich richtig erinnere. Gucken wir mal nach. Oh, in 2 Stunden müssen die Herausforderungen abgeschlossen sein. Navy Seals, ja, noch einmal gewinnen, okay. Ja, würde ich sagen, dass wir dann nochmal SAT spielen.
mit einer MP einen Kill machen und GSG 9 wird dann auch nicht mehr klappen, glaube ich. Also ich weiß es nicht. Kann natürlich doch sein, dass wir das dann schaffen. Na gut, die Terroristenjagden spielen und nicht nur gewinnen, das ist ja... Das ist ja nochmal was anderes. Das, macht ja noch ein bisschen mehr, ich sag jetzt mal Spaß. Also man kann ja schneller abarbeiten, wenn es nur ums Spielen geht und nicht ums Gewinnen. Ich bin schon ein bisschen auf Parabellum gespannt, muss ich ehrlich gesagt zugeben, aber ja, wenn ich Alibi und Maestro so mir anhöre und die Fähigkeiten und alles Mögliche, dann, ha, ich glaube, die haben damit echt einen Griff ins Klo gemacht. Ich mag die beiden zwar, ich habe noch keinen, noch keinen Einfluss darauf, wie die so sind, ich weiß es ja nicht, aber das, was die können, ist auf jeden Fall nicht cool, irgendwie. Das mit Alibi ist auch ein bisschen, naja. Aber das mit Maestro finde ich sogar teilweise noch schlimmer. Ja, das dauert jetzt anscheinend. Wisst ihr was? Dann machen wir jetzt noch ein normales Match, oder? SAT und GSG 9. Okay, selbst das dauert bis... Ah, okay, schon wieder Oregon. Wow, und schon wieder in der Nacht? Hm. Also, ja, wow. Ich glaube, wenn ich das auf meinen Kanal hochlade, dann kann ich das einfach nur nennen, Oregon-Matches oder sowas. Wenn danach nochmal Oregon kommt, dann mache ich das auch so. Das ist ja unglaublich. So, wer soll da? Abdu Abodili? Was ist denn mit Abodili? Ja, Marvin, freu dich noch auf die ganzen Raben, die du machen musst. Freu dich einfach darauf. Und die Artefakte sammeln und die, die Lesetafeln für Atreus noch alle suchen. Ihr müsst eure Drohne verwenden. Aber du hast schon mal eine der schwierigsten Trophäen auf jeden Fall gemacht. Das mit den Raben ist ja nicht schwer. Du musst dir halt nur ein Video suchen, wo ich dir dann nachher einen Link schicken kann zu jemandem, der das sehr gut gemacht hat. Ich meine nicht mich selbst. Das wäre ein bisschen traurig. Der das sehr gut erklärt, was heißt erklärt, der das sehr gut zeigt, wo die ganzen Raben sind. Weil ohne Video mit den Raben, mit God of War, das ist... Noch 10 Sekunden. Das macht kein Mensch, um die Trophäe zu bekommen. Ohne irgendein Video. Das glaube ich einfach nicht. Das wäre Quatsch. Entschärfer wurde erneut. Okay, die haben Puls. Eine Bombe muss lokalisiert und entschärft werden. Okay, wir müssen jetzt also auch gewinnen, ne? Also nichts einfach hier mit reinrushen und gut ist. Bombe wurde lokalisiert. Entschärfung einleiten.
Ey, warum schießt du denn meine Drohne kaputt, du Idiot? Hä? Ist der anders? Der hat doch den Schuss nicht mehr gehört, Alter. Was ist denn bei ihm kaputt gewesen? Schießt ja meine Drohne kaputt. Ist das ein Neuling oder was? Das kann natürlich sein, aber ist mir doch egal. Ich muss. Länder unterwegs. Die Bombe wurde lokalisiert. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Wo rennt der denn auch immer hin, der Typ? Der soll mir nicht auf die Eier gehen, ey. Ein Gegner verbleibt. Entschärfer ist jetzt gesichert. Keine Munition mehr! Entschärfer ist online und aktiviert. Okay, ich glaube, der Typ ist vollkommen Brain AFK. Aber sowas von Brain AFK geht gar nicht mehr. Du kleiner Hurensohn, ey, ganz ehrlich, ey. Du kleiner Schwuppi. Das ist ja nicht mehr normal, ey. So, was nehmen wir denn jetzt? Deutsch wollten wir machen, stimmt. Die GSG 9er. Warum denn jetzt Demon Noir? Was ist denn mit dem? Der ist neu dazugekommen. Lass den doch spielen. Meine Fresse, ey. Meine Güte. Und es ist auch nur ein Spieler, den rauswerfen wollte. Also einer von den beiden hier. Callum Owls. Oder Dipe. Einer von den beiden ist ein richtiger Troller. Weil Abu Dili, der sollte ja auch schon rausfliegen. Der kann das nicht sein. Okay, jetzt dauert es wieder so lange, weil ein Gegner irgendwie anscheinend Probleme hat. Oh, der Smoke hat gar keine Tarnung, okay. Kann es sein, dass der Abu Dili neu ist? Oh, nee. Der ist höhere Server als ich. Den Bereich sichern, die Bomben weiter schützen.
Okay, komisch. Na gut. Ach, hier sind wir. Ey. Hau bloß ab. Alter, bin ich denn gerade vollkommen besoffen? Bin ich denn gerade besoffen? Okay, ich weiß nicht, wo es ist. Oder wo die Drohne hin ist. Kein Plan. Oben sollte man noch hier zumachen. Ich glaube, das ist wichtig. Ich beeile mich mal schnell. Der Fußboden ist da. Ich platziere ein AVS. Das war jetzt knapp. Komm, renn rein. Dass hier alles so offen ist, gefällt mir gerade irgendwie gar nicht. Wow, ich hab den nicht gesehen. Ich hab den noch gesehen. Moment, das war nicht der Einzige, der da war. Da waren zwei Leute, ne? Oder? Oh, shit. Mann, ey, ich muss mir aber auch immer mein Auge... Ah. Irgendwas habe ich im Auge. That is the reason why I'm, ja, ich das hier mache und so. Warum ich nicht so gut bin gerade. Ach, was soll's. Letzter verbleibender Gegner. Eigener Trupp siegreich, alle Gegner eliminiert. Ach lol, wie geil war das denn? Vor allem, das hat er gar nicht mitbekommen. Und der war ja nicht mal in der Drohne drin, oder? War der in der Drohne drin? Die Twitch? Ich glaube nämlich nicht. So, spielen wir mal ein bisschen. Oh, die zweite Schockarmee. Ja, ist schon sexy, ja. Aber warum kein. Ich habe bisher noch keine Valkyrie-Elite gesehen. Ganz selten auch mal die IQ-Elite. Weil ich finde, die Valkyrie und IQ-Elite sind die hottesten überhaupt. Wenn jetzt noch eine Yebanna-Elite kommt, dann. Ja, Nerdgasm und so. Oder eine Ela-Elite, obwohl das geht noch vielleicht. Vielleicht hat sie ja damals mal längere Haare gehabt. Keine Ahnung. Ach, guck mal, der hat einen Platten. Ach, natürlich, das erklärt die Geschichte von Oregon. Hier, das hier ist der Killer. Ne, der hat auch einen Platten. Na gut, okay, schade. Ich wollte mir gerade eine Geschichte zu Oregon zusammenschustern, hat nicht so gut funktioniert. Ja, fahr gegen einen. Ach, da oben! Noch 10 Sekunden. Einsatz in 5 Sekunden. Entschärfer wurde zurückgeholt. Bombe gefunden. Gelangt zu ihrer Position und entschärft sie.
Ey, der war auch gar nicht geblitzt. Der war doch gar nicht gedingst. Also wenn, immer wenn ich das mache, wenn ich geblitzt werde, dann bin ich komplett, weiß. Der war das gar nicht, sonst hätte er sich ja die Hand davor gehalten. Das ist wieder so ein Bullshit. Bei mir hat das echt noch nie geklappt. Das hat bei mir schon geklappt. Aber nicht das mit dem Blitz. Noch nie. Nimm doch deine fucking normale Pistole. Deine normale Waffe. Okay, ich glaube, Bing ist gerade sehr brain AFK. Mach den doch weg! Ach so. Wow. Aber warum killt er denn jetzt auch noch einen? Wie scheiße kann man denn sein? Warum killt er denn einen von uns? Das war doch voll mit Absicht. Das hat man doch richtig gesehen sogar, ey. Also die Elite, Gesten werden immer blöder. Also immer schlechter, finde ich persönlich. Ich meine, was ist das für eine Ash-Elite-Dings, wenn sie mit ihrem Handy da... Klar, das soll an Operation Outbreak erinnern, aber das ist totaler Bullshit. Oder auch die, eine der coolsten ist zum Beispiel das mit Termit. Das war so random, so mit den... Mit dem Feuer und so und dann so BAM, zusammen Explosion. Ich fand das cool, aber die restlichen so... Naja... So, immerhin mit der SAT noch gewonnen. So, Navy Seals Einsatzkraft. Ja, geht noch eine Runde? Ich weiß es nicht. Um 14 Uhr muss ich nämlich schon dann das nächste streamen. Gute Frage. Ich glaube, das war es jetzt auch tatsächlich schon. Es sind zwar nur zwei Matches gewesen, dafür ein sehr langes und das andere war jetzt eher nicht so lang, aber ja. Gut, der nächste Stream wird mich ein bisschen länger, ich muss mich darauf vorbereiten. Mental sowie auch noch installieren. Da habe ich dann sogar noch eine Ausrede, ey, krass. Das heißt, das war es jetzt mit dem Rainbow Stream. Und ab 14 Uhr geht es dann weiter mit Dark Souls 2, Skull of the First Sin Alive Season 3. Da bin ich mal gespannt, wie das läuft. Also bis zum nächsten Stream, heute um 14 Uhr drin und tschüss.